Dass er nicht wieder zurückkommt. Ja, und das ist so. Und da fange ich gerade an, mit zu arbeiten. Die haben die Lagen da oben mal rum. Das hat zwei Themen. Die erste Ausstellung, den Stein durchrichten. Ich habe das von meinem Bruder gelernt, der ist nämlich. Achso, das kann ich machen. Und da habe ich gelernt, Steine zu spalten. Also erstmal das mit Steinen. Ja, und da habe ich das gelernt, wie man diese Steine aufspaltet. Da braucht man so ein Loch an, dann steckt man da so einen speziellen Spaltkeil rein. Sieht so ein bisschen so aus wie so ein Hebammengerät. Also die kommen da hier so rein. In die großen Löcher. Und dann kommt dieser Keil dazu. Ja. Der wird dann da reingeschlagen. Und haben die als Werbefilm gehabt für ihr Atelier. Da war der NDR oder sowas da. Bei uns im Norden oder so, der Regionalsendung. Und dann hat er so einen Film gespalten. Und ich finde, er hat das super gut gemacht auf diesem Film, weil er nicht gesagt hat, so, dann muss man das Ganze in Ruhe machen. Und dann schlägt man auf diese Steine drauf, immer ganz vorsichtig. Und dann macht das ungefähr so zing, 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 wird immer heller. Und dann auf einmal hört man so ein ganz kleines, so, das kann ich nicht nachmachen, so ein Knister. Und dann entsteht hier so ein Riss. Und dann kann man den Stein auseinanderklappen. Und dann kommt seit 100.000, 200 Millionen Jahren zum ersten Mal Licht in das Gehirn. Ja. Das ja. Hat mich so interessiert. Selten, so einen Stein zu spalten, konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gesehen. Aber das gibt ja nicht, dass so. Interessiert einfach einmal. Ich bin zwar kein Kirchenmitglied, aber das Christliche, das ist doch immer irgendwie ganz stark. Mit dem kann man zum Beispiel auch zusammenspielen. So eine Schlange habe ich mal gesagt. Aber ich nicht geschenkt kriegen. Also, was kann man denn hier überschleifen? Also, da gibt es tausend Tricks, natürlich auch wie bei allen anderen auch, aber das habe ich da so ein bisschen.